Ja, ich bin ja erklärtermaßen großer Fan dieser Logitech MX Maus. Die nutze ich rauf und runter eben, um den Ton zu aktivieren, respektive das Mikro zu starten für dieses Video. Ist, ich würde sagen, die beste Maus der Welt, wirklich. Sie kann alles, die Rädchen sind super, Druckpunkte sind gut. Ich nutze sie rauf und runter. Logitech hat mir jetzt aber was Neues geschickt. Die neue Ergo-Maus. Lift heißt das gute Ding und ich würde sagen, wir schauen es uns gemeinsam mal an. Ich habe schon verschiedene so Ergo-Mäuse genutzt, die meisten sind relativ groß, klumpig und ja, ich habe sie dann irgendwann wieder weggelegt und zurückgeschickt. So. Schauen wir mal, was die Lift anders macht. Übrigens sehr ökologische Verpackung. Alles aus Karton. Sehr löblich. Und da kommt die neue Ergo-Maus. Anleitung brauchen wir nicht. Noch mehr Anleitungen auf Karton brauchen wir auch nicht. Hinfort damit. Zip. Da haben wir die gute Maus. Sieht sehr, sehr schick aus. Ich zeige es euch mal eben. Hier haben wir Vor- und Zurückknöpfe. Hier haben wir linke Taste, rechte Taste, Rädchen und einen Zusatzknopf. Unten sehr, sehr gut. Kenne ich von der MX die Möglichkeit, drei Geräte gleichzeitig zu verbinden. Den Sensor, einen Ausschaltknopf und da hinten, wie macht man das auf? Ah, man knickt es einfach, ach, das hat Magnete drin, schaut mal, das ist elegant. Man drückt einfach da drauf und es geht auf, ohne irgendwelche Riegel oder irgendwas. Das ist super cool gemacht. Dann schauen wir uns mal, was drin ist. Da ist noch die Sicherung, dass die Batterie nicht schon loslegt, aber das nehmen wir jetzt raus. So. Dann sehen wir, was hat es da drin. Einerseits elegant versteckt den Logitech-Empfänger da. Dass man ihn nicht verliert, wenn man es lieber damit betreiben möchte. Aber eben, sie kann ja auch Bluetooth, von daher ist es nicht nötig. Ah, sie blinkt schon, sie möchte sich verbinden. Und, das ist ein bisschen eine Enttäuschung, eine ganz gewöhnliche Batterie. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil Logitech lobt sich ja, wie umweltfreundlich diese Maus ist und dann sind doch Wegwerfbatterien drin. Das ist sehr, sehr schade, finde ich. Ich habe uralte Logitech-Mäuse, meine im Büro in Zürich, die ist sicher inzwischen 10 Jahre und älter, die hat auch einen Akku drin. Die lade ich so selten, weil sie halt ewig hält. Der Akku ist immer noch top. Also ich finde, das hätte dieser Maus gut angestanden, wenn Logitech da einen Akku reingemacht hätte und nicht eine Wegwerfbatterie. Das ist schade. Ansonsten, ja, mal ausprobieren. Sehr bequem. Und jetzt wäre ja der Moment, wo ich in meinen Videos normalerweise sage, und jetzt gehe ich es im Alltag ausprobieren, mache Schnipp und da bin ich schon wieder mit Erfahrungen. Und dazwischen ist natürlich ein bisschen Zeit vergangen. Ist dieses Mal nicht nötig, weil Logitech hat mir 2 Lifts geschickt. Nein, nicht aus Verschwendungssucht, sondern weil sie 2 Varianten davon haben. Und als hätten sie es gewusst. Ich bin ja Beidhänder, ich habe keine linke oder rechte, also ich habe schon eine linke und eine rechte Hand, aber ich habe keine präferierte linke oder rechte Hand. Und als hätten sie das gewusst, haben sie mir auch die Linkshänder-Variante geschickt. Und das ist halt wirklich cool. Und diese Linkshänder-Maus habe ich jetzt die letzte Woche, das sind schon 2 Wochen, fleißig genutzt. Darum habe ich jetzt schon ganz, ganz viele Erfahrungen damit. Ja, das ist übrigens das Modell in Schwarz. Und offensichtlich natürlich seitenverkehrt alles. Ja, perfekt für Linkshänder oder eben Leute, die auch gerne mal mit links arbeiten möchten. Das ist ja sowieso noch cool. Wenn man, viele Leute kriegen ja Handschmerzen von Mäusen und Touchpads. Da hilft es hin und wieder, wenn man die Maus einfach mit der linken Hand bedient. Geht hier mit der hier nicht besonders gut. Ich nutze sie hin und wieder auch links, ehrlich gesagt. Geht schon auch. Aber wenn man eine richtige Linkshänder-Maus hat, ist es halt nochmal besser.
Ja, Magic Mouse Fans da draußen, ich weiß, die Magic Mouse ist ambidexter, man kann sie mit beiden Händen nutzen, aber sie ist so unglaublich flach und ich nutze sie trotzdem nicht. Nein, ich habe die hier rauf und runter genutzt die letzten Tage, Wochen und ich muss sagen, ich mag sie wirklich sehr. Logitech sagt, sie sei für Leute mit mittleren bis kleineren Händen. Ich habe relativ lange Spinnenfinger, Pianistenfinger und ich mag sie trotzdem, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie wirkt halt nicht so wuchtig. Logitech hat ja noch eine größere, so Ergo-Maus und die ist halt ein Riesentank. Die habe ich auch mal ausgebaut gehabt von Logitech. Ist schon ein Weilchen her, zusammen mit der großen Tastatur, die da so gewellt ist und die war mir zu wuchtig. Die hier mag ich. Die kann man auch einfach so ein bisschen zur Seite stellen und nutzen und wieder weglegen. Und was auch sehr löblich ist, ich muss euch das mal zeigen, wenn ich es ans Mikro halte. Ich klicke jetzt mal. Zum Vergleich klicke ich mal noch mit der MX-Maus. Muss aufpassen, dass ich da jetzt nicht die Tonaufnahme deaktiviere. Ja, die klickt halt super dezent. Das ist wirklich super toll. Wo sie es ein bisschen vergessen haben, ist bei den Knöpfen hier, die sind dafür ein bisschen lauter. Ich halte die noch ans Mikro. Aber auch nicht dramatisch. Gerade wenn man im Büro einen Arbeitskollegen oder eine Arbeitskollegin hat, die sehr laut klickt, ist das ein sehr, sehr gutes Geschenk. Da hat man dann ein bisschen Ruhe. Oder auch bei Podcasts. Da habe ich es ja auch gemerkt. Darum finde ich ja das Magic Trackpad so praktisch, weil das halt auch keine Klickgeräusche macht. Gerade bei Audioaufnahmen möchte man ja auch nicht, dass es die ganze Zeit klickt. Und wenn ich jetzt hier unten klicke, hört ihr vermutlich gar nichts davon. Na gut, wenn ich rede, sowieso nicht. Ich bin schnell ruhig. Ja, ein bisschen hört man es vielleicht, aber dramatisch ist es nicht. Nein, die neue Logi Ergo Maus, die Lift, hat mir sehr gut gefallen im Test, muss ich ganz ehrlich sagen. Kommt dieser Tage in den Handel. Und wie gesagt, es gibt sie für Links- und Rechtshänder, das finde ich halt sehr, sehr löblich. Man muss wirklich ein bisschen öfter an die Linkshänder denken. Bei Fotokameras ist das auch so mühsam. Klar, ich kann sie auch mit rechts bedienen, aber wenn man Linkshänder ist, Fotokameras sind meistens für Rechtshänder ausgelegt und das ist ein bisschen doof. Also, das war die Logi Lift. Ich dachte, ich zeige euch die mal eben schnell, weil sie gerade neu rausgekommen ist und ich ja im Alltag sehr viel Spaß damit hatte. Hätte ich nicht gedacht, dass mir doch mal noch eine Ergo-Maus so richtig passt. Und ja, die Rädchen hier sind schon noch ein bisschen besser bei der MX, aber ist halt hier so bequem, weil man die Hand halt nicht runterdreht, sondern so relativ normal hat. Eher wie wenn man ein Glas hält, als wie wenn man sie halt flach auf dem Tisch hat. Wirklich sehr bequem und ja, mal einen Versuch wert oder im Laden mal anschauen gehen, kann sich sicher nicht schaden. Falls ihr noch Fragen habt zu denen hier oder zu anderen Mäusen, immer unten in die Kommentare, ich beantworte die sehr, sehr gerne. Was ihr noch nicht habt, Abo abschließen für diesen Kanal und dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video.